So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr seht richtig, das brandneue und aktuelle Lego Hindsight Magazin Nummer 1 für rund 4 Euro. 3,99 Euro, wer es genau wissen will. Und Jack Minifiguren. Ja, und das Hindsight oder Lego Hindsight habe ich ja schon den großen Zug angeboxt mit dem Bahnhof. Ist richtig cool. Also ich mag ja Lego-Züge, es kommen ja so selten welche raus. Aber von Hindsight ist es nochmal eine andere Hausnummer, weil ihr könnt mit einer App, ob Tablet, ob Handy, drumherum fahren. Dann könnt ihr noch ein Spiel aktivieren, wo ihr dann Geister fangen müsst, Aufgaben erledigen müsst. Wollte ich auch mal ein Video von machen, von die interaktive Geschichte. Aber ich habe den Zug und da passt natürlich Jack richtig cool zu, wie ich finde. Ups, wieder dran kleben, dass ich gleich noch mein Frontvideo machen, also mein Frontbild machen kann. So, muss ich mal das Tesafilm abschneiden. Ja, das wird ja das Coverbild für dieses Video, aber nichtsdestotrotz, Jack ist natürlich richtig cool, passt zu meinem Bahnhof, werde ich natürlich gleich auch aufbauen, aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das Hindsight Magazin Nummer 1 drin herum. Es wird ein klassisches Lego Magazin sein, davon gehen wir jetzt mal aus, ein bisschen Comic, ein bisschen Merchandising, da das Lego Batman Magazin Nummer 5 habe ich auch schon angeboxt, wegen die limitierte Karte und die Figur natürlich. Aber das Video kennen einige von euch auch. Dann geht es natürlich mit Hindsight weiter. Dann die Comicbeilage. Dann haben wir hier ein Poster. Hier mit Jack, wie er natürlich Selfies auf dem Friedhof machen will. Und die andere Seite, da ist alles drauf. Das Haus, das Friedhof, das Schiff, das Boot. Ja, der Bus. Und wo ist der Zug? Ja, der Zug, den ich habe, ist nicht da drauf, so wie ich das sehe. Aber es ist wirklich eine coole Geschichte, besonders mit den App. Die ganzen Lego Ninjago Magazine habe ich alle natürlich schon angeboxt. Die Figuren habe ich auch schon alle. Aber ihr kennt ja die Videos. Dann Kreuzworträtsel, Spaß, ein bisschen Merchandising. Dann geht das Comic natürlich weiter. Ja. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Seite. Erstmal ein Gewinnspiel für die ganzen neuen Hindsight-Produkte. Und nächstes Mal ist drin auch wieder eine Figur. So, jetzt muss ich natürlich sagen, was zu der Figur. Es ist ein Pizzabote mit einem Leuchtgesicht. Richtig cool. Das Gesicht finde ich richtig cool. Ich werde es natürlich unboxen. Aber als Pizzabote, nee. Ich brauche nur den Kopf, weil er leuchtet. Den werde ich natürlich in irgendein schwarzen Gewand werde ich den packen. Ich habe so viele Figuren hier, da passt er dann besser drauf. Aber als Pizzabote will ich dieses Gesicht nicht haben. Das passt auch irgendwie nicht zu den Serien, die ich so mag. Aber am 2. November habe ich das Hindsight Magazin Nummer 2 hier an Start und werde es natürlich anboxen. Aber jetzt kommen wir natürlich erstmal zu Jack. Und wie gesagt, ist einer, der gerne Selfies macht, so wie es aussieht. Und passt zu meinem Bahnhof richtig cool. So, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal die Figur vornehmen. Ihr seht schon, ein grimmiges Gesicht, ein freundliches, das Freundliche kommt natürlich nach vorne hin. Der hat ja Spaß bei Selfies machen. Das dazu. Dann haben wir natürlich hier auch sein Handy. Ist natürlich ein schöner Druck drauf. Na? Kann er in der Hand halten. Seine Mütze. Sieht schon richtig cool aus. Muss man ja lassen.
Dann natürlich sein Selfie-Stick. Was ich jetzt nicht verstehe, auf dem Bild ist ein weißer Stab. Hier auf der Zeitschrift, wie ihr seht, ist ein schwarzer Stab. Und drinnen ist natürlich auch ein schwarzer Stab. Jetzt kommt das hier eine Seite dran. Sollen irgendwie, so wie es aussieht, seitlich halten hier unten. Aber bleibt es natürlich nicht hängen, passt auch so nicht rein. So, und seht ihr, Jack mit Selfie-Stange, Fotoapparat und Handy in der Hand, er freut sich. Die Figur passt richtig cool zu meinem Bahnhof, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz, das ist nun das Hindsight Magazin Nummer 1 mit Jack als Figur dabei. Und jetzt frage ich euch, wie findet ihr sie? Was haltet ihr davon? Habt ihr das Magazin vielleicht selber schon? Es ist ja schon, ich glaube, 4 Tage auf dem Markt. Aber nichtsdestotrotz habe ich es mir jetzt erst gegönnt. Was heißt jetzt nicht? Gestern war mein Zeitschriftendealer. Und ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet und. Und besonders von Jack mit Selfie-Stick. Ist mal was anderes. Ist eine witzige Figur, passt dazu. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.